Grüß euch. Meine kleine Wanderdecke, habt ihr, glaube ich, beim letzten Video gesehen. Und mir haben das so gut gefallen, weil wir haben nämlich eine Gartenparty. Und jetzt möchte ich die großen Schwestern davon machen. Das zeige ich euch. Also meine Idee ist dahinter, wieder so ähnlich wie die Kleinen sind. Nur zeige ich euch das einmal. Die schauen dann ein bisschen üppiger und ein bisschen größer aus. Das ist ein super Deko für Garten. Man kann das natürlich auch in Seide machen für drinnen. Ich finde es aber lieb, wenn man zum Beispiel etwas ins Freie steckt oder ein paar ein Zelt in die Ecken reingibt. Man kann auch Aufhängungen dazu machen und auf die Wand hängen, schaut es auch gut aus. Oder man kann es auch mit dem Windlicht machen. Ich zeige euch einmal die Variante mit dem Windlicht, das ist ganz einfach. So, also der mit dem Windlicht, das gleiche wie beim anderen, da habe ich wieder das große, das gewickelte, die Tüten, wieder auf ein Stecken geben. Dann nehme ich einfach ein Rexglas, gebe wieder einen Sand rein. So, ein bisschen geputzt. So, und der Kerzen, der was mir gefällt. Und dann stelle ich das Glas einfach da innen rein. Da kann nichts passieren, ich kann das anzünden, das leuchtet ganz lieb. Wäre auch eine Variante. Ich möchte aber die zweite Variante machen, und zwar mit dem Gesteck. Okay. Und zwar nehme ich mir da ein Gefäß, was da reinpasst. Ich kann da eine Vase nehmen, ich kann einen Topf nehmen, ganz egal. Ich habe einfach einen Müsli-Schalen genommen, geht auch. Einfach, dass ich da in die innen reinpasst. Dann habe ich mir Blumen geholt aus meinem Garten und war ein Spaziergang. Da sind wieder die Pfingstrosen, dann der Frauenmantel, die Kamille, dann so ein Doldengewächs, die Schafgarbe, Blätter und ein bisschen ein Gestrüpp. Man braucht eigentlich nicht viel, wenn man ein bisschen spazieren geht, hat man das gleich einmal benannt oder sonst aus dem Garten. Okay, die Bänder habe ich schon drauf. Dann gebe ich einfach meine Schalen da in die Tüten rein. Und dann arbeite ich mal mit meinem Grün, was ich habe. Ich habe da von der Pfingstrosen die Blätter, von Frauenmantel die Blätter und ein paar Funken. Die sind einfach mit dem grünen Weiß, gefällt mir das recht gut. Und dann fange ich einfach das Stecken an. Ich muss nur schauen, wie will ich es haben. Soll es rund sein, soll es einseitig sein, soll es oberhängend sein. Je nachdem stecke ich das. Ich mache mir einfach mal unterhalb eine Basis, wo ich denke, das passt. Fangen wir mit den geradesten Blättern an. So. Dann gebe ich das Grün-Weiß ein bisschen dazu. Die Länge ein bisschen abstufen. Und schön schräg einstecken, weil sonst steht mir alles in die Höhe. Also so seitlich rein. Das geht mit einem Leichtstück schon sehr gut. Kann man leicht stecken. Dann habe ich noch ein bisschen einen Frauenmantel. Mir gefällt das recht gut, wenn es ein gemischtes Grün ist. Das macht nämlich schon einen schönen Kontrast und schaut schon ganz lieblich und lieb aus. Dann brauche ich auch nicht so viel Blumen stecken. Ich habe da ein bisschen gestrüppt, das möchte ich auch ein bisschen dazu reingeben. Das ist einfach was oft am Zaun, die Zaunbinde, eine getrocknete, was da wächst. Das gebe ich einfach so lose drauf. So. Und dann fange ich mit den großen Blüten an. Aber das kann jeder tun, wie das sich leichter tut. Das ist nämlich unterschiedlich, wie einer lieber steckt. Also immer die größere im Mittelpunkt und alles, was knospig ist, ein bisschen rundherum und außerhalb. Dann habe ich das auch Ampferort. Die wächst auch einfach wild und die hält ganz super. Die schaut nämlich total lieb aus. Wichtig ist nur, wenn ihr das schon auf dem Stecken habt, geht am einfachsten, am besten irgendwo fixieren, in einen Topf oder so einigem, dann tut man sich leichter, dann rutscht dann das nicht immer davon. Das ist die Blüten vom Labkraut, die wächst da überall am Straßenrand. Die finde ich total lieb. Die hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Schleier, nur dass sie länglich ist. Und die ist super für so Sachen, zum Beispiel, wenn ich das oberhängend haben will. Die kann ich einfach so drüber stecken.
Und so schaut so fein filigran aus. Mag ich recht gern. Der Frauenmantel hat wieder einen anderen Grünton und ist ein super Füllmaterial. Wenn man das Glück hat, dass man einen Garten hat, dann hat man die Sachen eh meistens. Und man hat immer einen super Vorrat. So, ein bisschen scharf machen. Dazu einige. Das ist nämlich auch, wenn ich das so aufstelle, das glaubt man gar nicht, das riecht voll intensiv. Allein die Pfingstrosen, der süßliche Duft, die Schafgarbe riecht eigentlich auch gut. Und das ist, wenn man irgendwo sitzt oder was, sehr angenehm. Feines noch dazu eine. Und dann nimmt man einfach, was einem gefällt, was man gern hat. Und man denkt, ein bisschen was Kompaktes, ein bisschen was Filigranes, Feines. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Mir reicht das eigentlich schon. Das kann ich überall im Garten oder wo ich will einstecken. Oder ich kann es auch, wenn ich es nicht auf dem Stecken habe, mache ich hinten aufhängen dazu und hänge es mir an die Wand. Oder am Hauseingang, wo es mir einfach gefällt. Jetzt zeige ich euch mal rundherum. So schaut das Ganze aus. Ja, jetzt steht der Gartenparty, nichts mehr im Weg. Tschüss, danke fürs Zuschauen.